Der größte Teil der Welt hat das allererste Weihnachten verpasst. Die Menschen waren völlig ahnungslos. Sie wussten nicht, was passiert war. Sie wussten gar nicht, dass es passiert war. Sie wussten nicht, was es bedeuten würde. Nur sehr wenige Menschen waren beim allerersten Weihnachten überhaupt dabei. Und heute, 2000 Jahre später, weiß die ganze Welt, was Weihnachten ist. Milliarden von Menschen gehen in diesen Tagen zum Gottesdienst, um die Geburt von Christi zu feiern. Aber beim ersten Weihnachten war das noch nicht so. Also was hat Maria und Josef und die Hirten und die Weisen denn so besonders gemacht, dass sie schon beim allerersten Mal dabei sein durften? Die Frage ist, wie wählt Gott aus, wen er segnen wird? Ich möchte, dass wir einen Moment darüber nachdenken, wie Gott Menschen beruft und einsetzt und auserwählt, die Menschen, die Gott segnet. Und was sind das für Menschen? Die Tatsache ist doch, wenn wir eine Haltung haben, in der wir den Segen empfangen können, dann werden wir den Segen auch empfangen. Und wenn wir die Dinge tun, die Maria, Josef und die Hirten und die Weisen zum allerersten Weihnachtsfest getan haben, dann werden wir vielleicht auch ein gesegnetes Weihnachten feiern. Wir werden uns das gleich genauer anschauen, aber Josef sagte Ja zum Willen Gottes. Die Hirten feierten, sie hatten Freude. Die Maria bewahrte etwas in ihrem Herzen und die Weisen haben etwas geschenkt. Was bedeutet das aber? Fangen wir mal mit Josef an. Josef ist ein absolut verkannter oder oft übersehener Charakter in der Weihnachtsgeschichte. Er ist fast schon ein Nebendarsteller. Wir wissen nicht sehr viel über ihn. Josef war ein sehr normaler, einfacher Typ. Er war ein junger Mann, er ist arm wahrscheinlich, er hat nicht so viel Geld. Er hat wahrscheinlich eher einen niedrigen Job in seinem kleinen Dorf. Wir wissen nur das und die Tatsache, dass er verlobt war. Und eines Tages kommt also seine Verlobte Maria zu ihm und sagt, Schatz, du wirst mir diese Geschichte sicher nicht glauben, aber sie ist wahr. Ich bin schwanger. Und ich weiß zwar, dass wir beide noch nicht intim miteinander waren, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dir treu war und dass ich keine Beziehung zu anderen Männern hatte. Naja, na klar. Und das ist noch ein weiterer Teil der Geschichte, dass der Vater meines Babys ist übrigens Gott selbst. Leute, Männer, wenn eure Verlobte euch das sagen würde, würdet ihr das glauben? Das ist das absurdeste und empörendste und unverschämtste und die unlogischste Geschichte, die es je gab. Aber sie war wahr. Und das war natürlich ein Wahnsinnstest für Josef. Und die Bibel sagt uns, dass Josef ein guter Kerl war. Und seine Frau wollte er nicht in Verlegenheit bringen. Er glaubte die Geschichte nicht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Aber hier schaut mal, was die Bibel dazu sagt. Es steht auf euren Predigtnotizen, Matthäus Kapitel 1. Da steht, Josef war ein aufrechter Mann. Um Maria nicht in öffentliche Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Das war damals gar nicht so einfach, denn eine Verlobung war damals wie eine Ehe, das war ein verbindlicher Vertrag. Du konntest nicht einfach eine Verlobung wieder auflösen. Du musstest dich so, also wie scheiden lassen, um eine Verlobung zu beenden. Es war wie eine Ehe schon, es war schon sehr verbindlich, mit dem Unterschied, dass man eben noch nicht mit dem Partner intim war. Also er wollte sich leise vor dir trennen, doch ein Engel des Herrn erschien ihm im Traum. Und als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, und er nahm Maria zur Frau. Ich möchte, dass du diesen Satz eingreifst. Er tat genau, was der Engel ihm gesagt hatte. Und er nahm Maria zu seiner Frau. Es erforderte großen Glauben, um an die unmöglichste, unwahrscheinlichste Geschichte zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gott einen größeren und besseren Plan für sein Leben hatte, als er es sich jemals hätte vorstellen können. Und das ist der erste Punkt, den ich euch sagen möchte. Ich mache das ganz schnell heute, aber wenn du von Gott gesegnet sein möchtest, wenn du seinen Segen sehen möchtest in deiner Arbeit, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deinen Finanzen, dann musst du das tun, was Josef gesagt hat. Schreibe ich das auf. Der erste ist, lass dich auf Gottes Plan für dein Leben ein. Lass dich auf Gottes Plan für dein Leben ein. Du hörst auf, deinem eigenen Plan für dein Leben zu folgen und du fängst an, Gottes Plan zu folgen. Das ist eine totale Wende in Josefs Leben. Er hatte sein Leben mit Maria schon geplant und Gott sagte, ich habe andere Pläne, aber mein Plan ist größer und mein Plan ist besser. Du lässt dich auf Gottes Pläne für dein Leben ein, auch dann, wenn es vielleicht gar keinen Sinn ergibt.
Später würde es Sinn machen, aber in dem Moment machte es für Josef sicher noch keinen Sinn, als der Engel auftauchte und sagte, nur zu, heirate dieses Mädchen, das schwanger ist. Ich habe einen größeren Plan. Gott hat einen größeren Plan. Schaut mal, in Jeremia 29, Vers 11 steht Folgendes. Denn ich weiß genau, sagt Gott, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Gott hat es alles geplant. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Gott ist ein guter Gott. Ich habe einen Plan, der euch Heil gibt und keine Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Vertraust du Gott oder vertraust du dir selbst? Vertraust du dem Plan Gottes oder deinem eigenen Plan? Wenn du den Segen Gottes in deinem Leben sehen möchtest, musst du seinem Plan vertrauen. Das hat Josef getan. Deshalb war er am allerersten Weihnachtsfest dabei und andere nicht. Was ist mit den Hirten? Die Hirten, die waren wirklich am alleruntersten Ende der gesellschaftlichen Schicht im Römischen Reich oder in der neutestamentlichen Zeit. Sie waren wie Ausgestoßene. Erstens, sie stanken, sie rochen nach Schafen, nach verfilzten, stinkenden, nassen Schafen. Die waren schmutzige Kerle, sie haben gestunken, sie waren unbeliebt. Hirten waren nicht unbedingt der typische Gast, den man zu seiner Geburtstagsfeier einladen würde, weil sie den Ort verunreinigen würden. Sie waren die am wenigsten respektierten Menschen auf der Erfolgsleiter. Und Gott ging von ganz oben nach ganz unten, um sie zur Geburt seines Sohnes einzuladen. Die Hirten, die waren draußen und sie entspannten sich auf ihren Feldern. Sie schliefen nicht zu Hause, sie schliefen nicht in einem Motel. Sie schliefen jede Nacht mit ihren Schafen draußen auf der Weide, um sie dort vor Wölfen oder anderen Raubtieren zu schützen. Und die Bibel sagt, schaut mal auf den Bildschirm, dass der Engel taucht auf mitten in der Nacht und plötzlich erhellt sich der ganze Himmel und der Engel sagt zu den Hirten, habt keine Angst. Ist doch interessant, jedes Mal, wenn ein Engel irgendwo auftaucht, muss er zuerst sagen, fürchtet euch nicht, denn man erschreckt sich zu Tode, wenn man einen Engel sieht. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für alle Menschen sein wird. Weihnachten ist nicht nur ein Fest für Christen. Es ist ein Fest für alle Menschen. Jesus kam und er starb nicht nur für bestimmte Menschen oder für eine bestimmte Klasse oder eine bestimmte ethnische Herkunft. Er starb für alle. Das ist die gute Nachricht für alle Menschen. Und er sagt, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Was haben sie also getan? Die Hirten rannten buchstäblich nach Bethlehem. Im nächsten Vers, Lukas 2, Vers 16 steht, die Hirten machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie ihn gesehen hatten, heißt es, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gesehen hatten. Alles war so, wie der Engel es angekündigt hat. Sie hatten eine Party, sie sangen Lobpreis, sie danken Gott für alles, was sie gesehen hatten. Es war alles so, wie der Engel es angekündigt hatte. Was machen sie also? Sie feiern, sie freuen sich. Sie freuen sich. Josef musste sich auf Gottes Plan für sein Leben einlassen. Die Hirten dürften sich freuen. Sie hatten Grund zur Freude. Weihnachten ist ein Fest. Es ist keine Beerdigung. Wir wünschen uns frohe Weihnachten und nicht traurige Weihnachten. Weil es nicht traurig ist, es ist ein fröhliches Fest. Es ist eine freudige Nachricht für alle Menschen. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, der Christus der Herr ist. Das sind wunderbare Nachrichten. Du kannst die Vergangenheit vergeben bekommen, du hast einen Sinn für dein Leben und eine Zukunft im Himmel. Das ist ein Grund zur Freude. Der zweite Punkt, wenn du gesegnet sein möchtest, dann sei wie die Hirten und freue dich, dass Gott hier bei uns ist. Freue dich, dass Gott hier bei uns ist. Es ist interessant, dass die Leute in der Weihnachtszeit alles andere feiern. Es wird alle Arten von Weihnachtsfeiern gefeiert, auf denen Jesus nie erwähnt wird. Aber der eigentliche Zweck, Weihnachten zu feiern, ist, Gott ist bei uns. Er ist auf die Erde gekommen. Wir sind nicht allein im Universum. Er hat einen Plan und ein Ziel für unser Leben. Er liebt uns. Er weiß alles über uns. Und es gibt eine Menge zu feiern. Er liebt uns, er vergibt uns und er hat einen Plan für unser Leben. Die Hirten feierten aber nicht nur, sie sprachen auch darüber mit anderen. Wem hast du es weitergesagt? Wie lange ist es her, dass du mit jemandem die gute Nachricht geteilt hast? Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Hast du jemals jemandem die beste Nachricht der Welt weitergesagt? Wenn ich das Heilmittel gegen Krebs hätte und ich es nicht teilen würde, wäre das kriminell und sie sollten mich einsperren und ins Gefängnis werfen. Wenn ich das Mittel gegen
HIV und AIDS hätte und es nicht weitergeben würde, wäre das auch kriminell. Aber du und ich, wir haben noch etwas viel Besseres. Die gute Nachricht, wie deine Vergangenheit vergeben werden kann, wie du ein Ziel für dein Leben bekommen hast und ein Zuhause im Himmel haben darfst. Woher kann man denn sonst noch so etwas bekommen? Hast du die gute Nachricht schon weitergegeben? Es heißt, die Hirten erzählten es allen, mit denen sie in Kontakt kamen. Sie feierten, sie freuten sich. Und Josef, er hat sich auf Gottes Plan eingelassen. Jetzt schauen wir uns Maria an. Maria, sie musste zu Tode erschrocken gewesen sein. Was werden jetzt meine Eltern denken? Was werden meine Freundinnen denken? Ich bin schwanger. Ich bin Single. Niemand bekam damals einfach so Kinder außerhalb von der Ehe. Wird jemand diese fantastische Geschichte überhaupt glauben, dass ich den Sohn Gottes trage? Niemand wird das glauben, aber Maria, sie geriet nicht in Panik. Sie war jung, aber sie geriet nicht in Panik. Und der Grund, warum sie nicht in Panik geriet, ist, sie dachte daran, was Gott ihr versprochen hatte. Sie dachte da immer wieder daran. Und während sich Josef auf Gottes Plan einließ und die Hirten sich freuen dürften, bewahrte Maria Gottes Wort in ihrem Herzen. Schauen wir mal den nächsten Vers an, in Vers 19 von Lukas Kapitel 2. Lukas 2, Vers 19, da steht Folgendes. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte stets darüber nach. In diesem Vers gibt es einige Wörter, die mir vielleicht mal einkreisen und unterstreichen. Da steht, sie erzählten, da steht was von einem Bericht, da steht was von etwas, was gehört wurde, und dann steht da etwas, was sie dachte darüber nach, und dann auch dieses Bewahren. Sie haben berichtet, sie haben darüber gesprochen, sie haben zugehört, sie haben darüber nachgedacht. Freunde, das sind alles Kommunikationswörter, Kommunikationsbegriffe. Was hat Maria richtig gemacht? Warum hat Gott Maria aus all den jungen Frauen ausgewählt, dass sie die Mutter für den Sohn Gottes hätte werden sollen? Was hat Maria richtig gemacht? Sie achtete auf Gottes Wort. Wenn Gott zu ihr sprach, hörte sie zu. Und mehr noch, sie schrieb es sich auf, sie bewahrte es in ihrem Herzen, sie dachte darüber nach. Das bedeutet, sie meditierte darüber nach, sie hat ernsthaft darüber nachgedacht. Und Maria dachte stets darüber nach, sie bewahrte es in ihrem Herzen. Alle anderen hörten, was der Engel sagte, und sie wunderten sich, aber Maria dachte darüber nach. Das ist ein großer Unterschied. Ihr lieben Frauen, seid ihr eine Frau des Heiligen Wortes? Oder seid ihr eine Frau der Welt? Wenn ihr eine Frau des Wortes seid, kann Gott euch auf eine Art und Weise segnen, die ihr nicht glauben werdet. Wenn ihr eine Frau der Welt seid, dann gibt es dort keinen Platz für den Segen, weil du nicht an das Wort Gottes denkst. Du denkst an die Welt. Wie sehe ich aus? Wie viel Geld verdiene ich? Was werden die anderen denken? Was soll ich von meinem Leben anfangen? Und so weiter und so fort. Wenn du wie Maria gesegnet sein möchtest, dann bewahre das Wort Gottes stets in deinem Herzen. Bewahre das Wort stets in deinem Herzen. Da steht, sie bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte stets darüber nach. Denke ständig über Gottes Wort nach. Bewahre Gottes Wort in deinem Herzen. Das ist nicht nur ein Versprechen für Frauen, es gilt genauso für Männer. Hier sind ein paar Verse auf der Leinwand. Jakobus 1, Vers 25, da steht, wer aber stets auf das befreiende Wort Gottes achtet und befolgt, was es sagt, und es nicht vergisst, der wird gesegnet sein in seinem Tun. Wer also auf das Wort achtet und befolgt, was es sagt, der wird gesegnet sein in seinem Tun. Du wirst aber nicht von Gott gesegnet, nur weil du eine Bibel zu Hause hast oder auf deinem Schreibtisch liegen hast. Du wirst gesegnet, wenn du das Wort liest, es studierst, es versucht auswendig zu lernen, darüber nachdenkst, es in deinem Herzen bewahrst und danach lebst, es anwendest. Jeder hier könnte so gesegnet sein. Du musst einfach nur bereit dafür sein. Lass dich auf Gottes Plan ein. Feiere den Sohn Gottes, freue dich darüber und dann bewahre das Wort Gottes in deinem Herzen. Denke immer wieder darüber nach, stets darüber nach. Lasst euch noch einen weiteren Vers zeigen. Josua 1, Vers 8. Die Worte des Herrn sollen immer in deinem Mund sein.
Denke Tag und Nacht darüber nach, damit du danach leben kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein, steht in Josua 1, Vers 8. So it says, remember, study, meditate, do. Then you will prosper and you will be successful. That's a promise. Das ist Gottes Versprechen. Ist Gott ein Lügner? Nein, ist er nicht. Möchtest du erfolgreich sein? Je mehr du diesem Buch folgst, desto mehr Erfolg könnte Gott in dein Leben bringen. Das ist übrigens hier, dieser Vers ist das einzige Versprechen von Wohlstand und Erfolg in der ganzen Bibel. Und es ist daran gebunden, über das Wort Gottes nachzudenken und ihm nachzufolgen. Okay? Jetzt noch zur letzten Gruppe, die Weisen. Wer sind diese Typen überhaupt? Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es irgendwelche königlichen Berater oder vielleicht auch Astronomen gewesen aus dem heutigen Irak oder vielleicht auch aus dem Iran, damals das Babylonische Reich oder das Persische Reich. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir im letzten Jahr das Buch von Daniel studierten, als die Juden 70 Jahre lang als Geiseln nach Babylon verschleppt wurden, da wurde Daniel ausgebildet, einer dieser weisen Männer zu sein. Daniel wurde ausgebildet zu sein, um ein Weiser zu sein. Diese Weisen im Osten, das waren damals die gebildetsten Menschen auf dem ganzen Planeten. Sie waren Wissenschaftler, sie waren gelehrte Menschen. Sie studierten die Sterne und die Astronomie. Sie untersuchten die Gesundheit, sie studierten die Sprachen, die Literatur. Sie waren bei Weitem das weiseste und gebildetste Volk auf dem Planeten zu dieser Zeit. Und sie waren die Berater des Königs von Babylon. Daniel war damals einer von ihnen gewesen. Und diese Kerle sind das komplette Gegenteil von den Hirten. Die Hirten sind das niedere Volk, niemand kümmert sich um sie, sie waren ignoriert. Und die Weisen, diese gelehrten Menschen hingegen, sie waren die Elite. Sie waren die intellektuellsten und klügsten Menschen, die Wissenschaftler, viel gebildeter als alle anderen. Und diese Karawane nach Bethlehem, aus dem Irak oder aus dem Iran, aus Persien oder Babylon, würde viel Geld kosten. Aber sie waren auch reich, es würde viel Zeit kosten, aber sie taten es, weil es für sie eine intellektuelle Suche war. Sie hatten diesen Stern im Himmel gesehen, den Gott dort platziert hatte, und es war ein einzigartiger Stern, sie wissen nicht einmal, was es genau war, und die Weisen, sie hatten die Schriften studiert, sie studierten die Manuskripte und sie studierten die Tradition und sie dachten, oh, das ist vielleicht ein Zeichen, dass ein Retter der Welt in Bethlehem geboren werden sollte. Also reisten sie mit großen Zeiten Geldaufwand nach Bethlehem. Das genaue Gegenteil von den Hirten. Und was machten sie dort? Sie suchten die Wahrheit. Sie suchten Gott. Das ist immer eine kluge Entscheidung. Wenn du auch auf der Suche bist und denkst, ich kenne Gott nicht, aber ich suche Gott. Ich kenne die Wahrheit nicht, aber ich suche sie. Ich möchte das herausfinden. Dann willkommen. Das hier, diese Gemeinde ist ein guter Ort, ein richtiger Ort für suchende Menschen. Du musst hier noch nicht alles verstanden oder herausgefunden haben. Selbst wenn du noch Zweifel hast. Wir sind hier alle auf der Suche. Wir versuchen hier was gemeinsam herauszufinden. Weise Menschen suchen immer nach Jesus. Es sind die Narren, die ihn nicht suchen. Es sind die Narren, die unvorbereitet durchs Leben gehen für etwas, von dem sie wissen, dass es unvermeidlich ist, der Tod. Es sind die Narren, das ist dumm, das Leben zu leben, ohne zu wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, ob es einen Plan für ihr Leben gibt oder nicht und das nicht herausgefunden zu haben. Weise Menschen suchen immer nach der Wahrheit. Sie suchen nach Jesus. Die Bibel sagt Folgendes über die Weisen in Matthäus 2, Vers 11. Sie gingen in das Haus und sie fanden das Kind mit seiner Mutter Maria und sie sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Beachtet, sie haben nicht sich vor Maria verneigt, sie war auch dort, aber sie beteten Jesus an. Und dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es, das Kind, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich habe jetzt da nicht die Zeit dafür, aber jedes dieser drei Gaben ist ein Symbol dafür, für was Jesus während seinem Leben, seinem Tod, seiner Auferstehung für uns tun würde. Und als der Herr sie im Traum warnte, danach zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Jedes Mal, wenn du mit Jesus oder Gott zusammen bist, ändert es deine Richtung. Es
verändert die Art und Weise, wohin du gehst, wie du arbeitest. Es ist nicht möglich, dass jemand so Großes wie Gott in dein Leben kommt und es dich nicht verändert. Wenn du denkst, dass du Gott in deinem Leben hast und es dich nicht verändert hat, dann hast du nicht Gott bekommen. Weil Gott so groß ist, dass er nicht in dein Leben kommen könnte, ohne dass es deine Richtung auch irgendwie verändert. Zu Jesus zu kommen, hat die Weisen viel gekostet, aber als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Und hier ist die vierte Lektion. Wenn du gesegnet werden möchtest, dann solltest du es wie die Weisen tun und Gott deine Zeit und deine Gaben geben, um ihn zu suchen. Sie haben also Jesus Geschenke gebracht und er hat sie vermehrt. All die Dinge, die du in deinem Leben hast, die werden dir ohnehin von ihm gegeben. Ohne Gott hättest du nichts. Du gibst Gott lediglich zurück, was er dir gegeben hat. Und dann nimmt er es und er vermehrt es und er gibt es dir zurück. Ich zeige euch ein paar Verse. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 1, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voller Hingabe, an dem er Freude hat. Ich widme ihm also meine Zeit, mein Leben, meine Gaben, ich widme alles Jesus. Ein weiterer Vers ist in Römer 6, Vers 13, stellt euch ganz Gott zur Verfügung, denn ihr sollt ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was er uns aufgetragen hat. Was ist klüger als das? Gib dich nicht etwas ganz hin, was nicht von Dauer ist, sondern gib dich Gott hin. Er wird ewig bestehen bleiben und dann kannst du ein Werkzeug in seiner Hand sein. Ich möchte am Schluss eine Frage stellen. Was wirst du Jesus zu Weihnachten geben? In der nächsten Woche wirst du eine Menge Zeit und Gedanken in vielleicht auch Geld dafür aufbringen, herauszufinden, welche Geschenke du anderen Menschen in deinem Leben geben wirst. Was aber wirst du Jesus zu Weihnachten geben? Es ist sein Geburtstag. Kannst du dir vorstellen, zu einer Geburtstagsfeier zu gehen, bei der sich jeder gegenseitig Geschenke macht, außer dem Geburtstagskind? Was für eine Party ist das denn? Das wichtigste Geschenk, das du dieses Jahr zu Weihnachten machst, das ist das Geschenk, das du Jesus bringst. Denn es ist sein Geburtstag. Was wirst du ihm geben? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Du fragst dich jetzt vielleicht, was für ein Geschenk macht man denn für einen Kerl, der alles schon hat? Aber er hat ja nicht alles. Ich kann dir ein paar hundert Dinge nennen, die er nicht hat. Es sei denn, du vertraust sie ihm an. Vielleicht hat er deine Liebe nicht, es sei denn, du hast sie ihm geschenkt. Vielleicht hat er dein Vertrauen nicht, es sei denn, du hast es ihm geschenkt. Vielleicht hat er dein Leben nicht, es sei denn, du hast es ihm geschenkt. Vielleicht hat er deine Aufmerksamkeit nicht, es sei denn, du hast sie ihm geschenkt. Was wirst du in diesem Jahr Jesus schenken, zu seinem Geburtstag? Das ist das wichtigste Weihnachtsgeschenk. Übrigens, weißt du, warum wir Weihnachtsgeschenke machen? Weil die Weisen diese Tradition begonnen hatten. Sie brachten Geschenke. Und jetzt geben wir uns gegenseitig Geschenke. Aber das eigentliche Geschenkgeben kam, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott gab das allererste Weihnachtsgeschenk. Es war ein Geschenk für dich. Er hätte es dir nicht geben müssen. Er tat es, weil er dich liebt. Und weil er will, dass du ihn kennst und dass du Teil seiner Familie bist. Also, von diesen vier Dingen, die Maria und Josef und die Hirten und die Weisen getan hatten, gibt es da eins, das für dich besonders hervorsticht? Vielleicht musst du wie Josef sein und anfangen, dich auf Gottes Plan für dein Leben einzulassen, anstatt zu versuchen, deinen eigenen Plan für dein Leben durchzusetzen. Und vielleicht sagst du an diesen Weihnachten, Gott, ich werde aufhören zu versuchen, meinen Plan irgendwie durchzuziehen. Ich werde anfangen, nach deinem Plan zu suchen und ich möchte mich auf deinen Plan einlassen. Du sagst mir, was ich tun soll und ich möchte es tun. Das ist ein Geschenk. Vielleicht möchtest du wie die Hirten sein und anfangen, Gottes Geschenk an dich wirklich zu feiern und dich darüber zu freuen. Die hatten damals eine Party. Dass du sagst, oh Mann, ich möchte das feiern, mir ist vergeben. Ich habe einen Retter. Ich bin nicht mehr alleine hier draußen. Ich werde gesehen, ich werde geliebt. Ich habe eine Vergangenheit, die vergeben ist, eine Gegenwart, die Sinn macht und eine Zukunft, die mir sicher ist. Das kann ich feiern. Da kann ich mich drüber freuen.
Vielleicht mehr Dankbarkeit in deinem Leben dafür und mehr Vertrauen, weniger Beschwerden und Beschweren. Und du sagst, ich möchte anfangen, mich über Gottes Geschenk neu zu freuen. Vielleicht möchtest du wie Maria sein. Und du fängst an, täglich über das Wort Gottes nachzudenken und es wirklich in deinem Herzen zu bewahren. Und du sagst, ich werde keinen einzigen Tag gehen, ohne auch in diesem Buch Zeit zu verbringen. Gott spricht von dir und die Verheißungen in diesem Buch, sie sind für dich, für deine Verheißung, für deine Beziehung, für deine Gesundheit. Alle sind hier drin. Aber Gott hat deine Aufmerksamkeit nicht, wenn du sie ihm nicht geschenkt hast. Oder vielleicht möchtest du wie die Weisen sein und ihn suchen. Weil du sagst, ich habe ihn nicht gesucht, ich habe meinen eigenen Erfolg gesucht oder meinen Ruhm gesucht, mein eigenes Vermögen gesucht, meinen zukünftigen Ehepartner gesucht, ich habe all diese anderen Dinge gesucht, aber ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, Jesus zu suchen. Es ist weise, in allem zuerst Gott zu suchen. Wo du sagst, an diesen Weihnachten wird das mein Geschenk für ihn sein. Lass uns beten. Ich lade euch ein, dieses Gebet in eurem Herzen mitzubeten. Sag einfach, lieber Gott, ich möchte dir an diesen Weihnachten näher sein. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und ich möchte, so wie Josef, möchte ich lernen, mich auf deinen Plan für mein Leben einzulassen. Auch wenn es keinen Sinn ergibt und wenn ich nicht alles verstehe oder wenn es unlogisch erscheint. Ich werde darauf vertrauen, dass du ein guter Gott bist und dass du einen Plan für mein Leben hast, der gut ist. Und Gott, ich möchte auch anfangen, all das Gute zu feiern und mich darüber zu freuen. All das, was du für mich getan hast, das Geschenk der Freiheit, das Geschenk der Vergebung, das Geschenk der Erlösung, das Geschenk, dass ich nie allein durchs Leben gehen werde, sondern dass du bei mir bist, das Geschenk deiner Gegenwart. Und dann sagst du vielleicht, Gott, ich möchte eine Frau des Wortes sein, wie Maria, oder ein Mann des Wortes sein. Ich möchte auf dein Wort schauen. Ich möchte es in meinem Herzen bewahren. Ich möchte es stets bewahren. Ich möchte in deinem Buch, in einem Wort lesen, nach Führung und nach Ausrichtung und nach Hoffnung und nach Unterweisung suchen, damit ich die Person werde, so wie du mich haben möchtest, dass ich in den Bereichen Erfolg habe, wo du Erfolg für mich vorgesehen hast. Und Gott, ich will mich auf der Suche nach dir widmen, so wie die Weisen. Und ich möchte dich finden und ich möchte dich kennenlernen und ich möchte dir meine Zeit und meine Gaben und mein Leben und meine Talente und alles, was du mir geschenkt hast, möchte ich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte es dir schenken. Und wenn du dieses Gebet jetzt gebetet hast und es im Herzen gemeint hast, dann hast du jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen und vielleicht jetzt Jesus dein Leben geschenkt. Lass es mich wissen. Füll eine Kontaktkarte aus. Wir möchten dir gerne helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Herr, danke für Weihnachten. Vielen Dank für die Freude, die wir teilen. Danke, dass es ein frohes Weihnachtsfest ist, auch wenn so viele Dinge in der Welt schlecht sind. Danke, dass du in der dunkelsten Zeit des Jahres als Licht leuchtest. Wir lieben dich und danken dir im Namen Jesu. Amen.